So, da sind wir wieder beim Maulwurfmann. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Aber für die Zuschauer auf YouTube, wir kommen gerade zurück von der Pause, dürfte eine neue Folge beginnen. Deswegen können wir eigentlich kurz rekapitulieren, was wir in der letzten Folge bis jetzt gemacht haben. Also wir haben den Auftrag bekommen, dass wir auf der Kirmes nach seltsamen Vorgängen suchen sollen. Dann hat uns der Besitzer, die zwei Besitzer in einer Person, die Cashman Brothers, haben uns gesagt, dass Bruno der Yeti aus dem Eisblock verschwunden ist, wo er sein Leben lang eingefroren war anscheinend, und Trixie, eine Country-Sängerin von dort, auch entführt hat. Und wir suchen nach Hinweisen nach Bruno den Yeti, und der erste Hinweis hat uns daher geführt in den Tunnel der Liebe zum Hausmeister, der anscheinend weiß, was passiert ist. Wenn wir uns wenn wir ihn Pralinen bringen, dann verrät er uns das, und außerdem wird er uns den Schlüssel zu Trixies Wohnwagen geben. Ja, das ist einmal die Kurzversion von dem, was jetzt passiert ist. Und wir müssen ihm Picanus-Pralinen bringen, wo auch immer wir die bekommen. Vielleicht erfahren wir da noch Näheres. Was zum Teufel bist du überhaupt? Ich bin ein Maulwurfmann. Denk dir deinen Teil. Ich glaube, er ist ein Maulwurfmann, Sam. Ich glaube, Max hat recht. Okay, mit der Ente? Was gibt's bei der Ente? Weißt du, zu viel Fernsehen ist super schlecht für die Augen. Computerspiele wollen sie auch. Warum erzählen matschige, schwammige, konturlose immer alle das Gleiche? Schon in Ordnung. Zumindest hat er keine Brille. Also kann es nicht so schlimm sein. Gut, das war's, was wir mit ihm sprechen können. Über Bruno haben wir eigentlich schon gesprochen. Was ist, wenn ich dann nochmal... Nein, weil ich ihn nochmal angesprochen habe, erzählt er uns dann dasselbe, ne? Okay. Ich glaube, das wäre dann erstmal alles. Genau, dann lassen wir das lieber und... Sauber. Ihr findet den Weg nach draußen ja wohl selber wieder. Ja. Da liegt eine Brechstange, sehe ich gerade, ne? Die könnte uns eventuell auch für das Trixies Wohnwagen helfen. Stubenus Hockerus in seiner natürlichen Umgebung. Okay, die spricht er nicht an. Also die... Ja. Wahrscheinlich ist das eh der Schlüssel von Trixies Wohnwagen, die Brechstange. Okay. Mehr können wir da jetzt jedenfalls nicht anschauen oder benutzen. Außerdem... Nein, das ist Max wieder, ne? Das ist Max. Naja. Den Kühlschrank kann man auch nicht anschauen, aber den Hebel. Den werden wir wahrscheinlich benutzen müssen, dass wir wieder rauskommen, nehme ich an. Okay, das sollte ihn wieder in Gang gesetzt haben. Den Schwan wahrscheinlich. Oder den Tunnel. Ja gut. Dann gehen wir raus, wenn es ein bisschen rauscht, da draußen fährt ein Zug vorbei. So. Dann haben wir da alles erledigt, oder? Glaube ich. Wir haben die ganze Kirmes durchsucht, untersucht, mit allen gesprochen. Wir brauchen Pralinen. Und da gibt es keine Pralinen. Das heißt, wir müssen weiter. Nehmen wir nicht an, dass da irgendjemand Pralinen verkauft. Da gibt es auch keinen Verkaufsstand. Nein. Na gut, aber wir haben ja noch andere Orte, die wir besuchen können. Wir haben sehr viele Orte, nämlich auf der Karte. Gut, dann gehen wir mal zum Auto. Ich nehme an, wir kommen zum Auto. Haben wir da nichts übersehen, ne? Cashman Shows, das sind die zwei zusammengehefteten Leute, siamesische Zwillinge. So, da sind wir schon auf der Karte. Da gibt es ja diese Burgerstände, ne? Ich glaube, das sind so Raststationen auf den Highways. Schauen wir mal da vorbei, bevor wir jetzt zum Fisch irgendwas kommen, wo der Kühlschrankmagnet hier ist, und zum größten Wollknäuel der Welt, wo wir Hinweise über den Onkel vom Maulwurfmann finden. Aber vorher gehen wir mal zum Burgerladen. Snackies. Okay. Quasi eine Raststation. Snackies. Ja, mehr gibt's da auch nicht zu sagen. Das ist ein Eichhörnchen, ein riesiges Eichhörnchen. Auch wenn Max auf einmal ein Geweih wachsen würde, wäre er nicht so hässlich. Ah, naja. Das ist ein Kompliment, nehme ich an. Kann Max irgendwas machen damit? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ah, okay. Na gut, dann gehen wir da rein. Ne? Oh, warte. Schauen wir nachher noch, da liegt irgendwas am Boden. Was für eine melancholische Musik. Aber da gibt es Sachen zum Kaufen, glaube ich, ne? Vielleicht sind da diese Pralinen dabei. Allerdings haben wir kein Geld.
Vielleicht brauchen wir auch kein Geld. Oh, da ist er. Da ist der Verkäufer. Da oben, das sieht man vielleicht nicht ganz, aber da steht nichts. Da steht Fountain oder so, oder Mountain. Das, den ersten Buchstaben kann man nicht lesen. Fontäne. Aha, Fontäne heißt das, okay. Was auch immer das bedeutet, da gibt es auf jeden Fall über Backwaren und Würstel zu kaufen. Er ist ein verdammter Brauseknilch. Ich nehme an, der meint jetzt den Charakter und nicht das, was es da zu kaufen gibt. Ja, dann reden wir mal mit dem. Der schaut aus wie Bernhard Bernoulli aus Day of the Tentacle, wenn mich das nicht täuscht. Mit Bart halt. Eine Mischung zwischen Super Mario und Bernhard Bernoulli aus Day of the Tentacle. Was kann der uns sagen? Bist du hier angestellt? Ich wünschte, es wäre so. Aber ich müsste erst weitere 6 Jahre bei Snacky U studieren, um hier selbstständig arbeiten zu dürfen. Aber genug von mir. Was kann ich für euch tun? Das selbstständige Arbeiten hat gefragt, ob er da angestellt ist. Egal. Ja, was weiß er zufällig über Bruno den Bären? Was weißt du über Yetis? Nur, was ich in Bild am Sonntag über sie gelesen habe. Sonst noch etwas? Was steht da drin im Bild am Sonntag? Das wäre vielleicht auch nicht ganz unwichtig gewesen. Snacky U? Das hört sich aufregend an. Oder zumindest gequält. Oh, das ist es. Snacky U ist das, wo alle Snacky-Studenten hingeschickt werden, um die Vorteile, die Nachteile, die Höhen, die Tiefen, das Drunter und das Drüber des schillernden gastronomischen und kulturellen Phänomens zu erlernen, das Snacky darstellt. Faszinierend. Nein, ja. Ist es nicht. Genau. Aber es heitert ihn auf. Bei Snacky U lernen wir in Intensivkursen alles über Brötchen schneiden, den richtigen Knopf für die Limonaden zu drücken und das Allerwichtigste, das Öffnen von Gewürzgurkengläsern. Oh. Ich wusste gar nicht, dass ihr so streng und hart trainiert werdet. Hey, ich kann jedes Glas in diesem Land öffnen. Cool. Nein, ist es nicht. Das ist richtig. Wie kann ich all mein Snacky U Training für euch zum Einsatz bringen? Und wenn Bernhard jetzt fertig ist mit seiner Ansprache, erstens, weil ist er offensichtlich eine Gehirnwäsche unterzogen worden, und zweitens, das könnte die Ausbildung auch für McDonald's Eingestellte sein. Ja, und die Sprüche sind super, speichert er. Ja, und jetzt ist mir gerade eingefallen, was da unten schon steht. Wir haben ein Glas. Das haben wir noch nicht probiert zu öffnen, aber ich nehme an, es geht nicht zu öffnen, aber der kann das. Ich glaube, der kann uns die Hand von Jesse James aufmachen, wozu auch immer wir die brauchen. Aber probieren wir es mal. Hey, können Sie das hier für uns öffnen? Sicher. Das Glas, das ich nicht öffnen kann, muss erst gefertigt werden. Ja, bitte. Naja. Kann ich ansonsten noch was für euch tun? Ich glaube nicht. Übrigens ein guter Tipp für... Wenn man das Glas nicht aufbekommt oder ein Glas nicht aufbekommt, ich mache das immer mit einem Buttermesser, dass ich unter die Abdeckung fahre, dann ist die Luft heraus und dann kann man das schön aufmachen. Geht eigentlich dann ganz einfach. So, was haben wir da? Eine Ente. Bist du sicher, dass Snacky U nicht in der Bowling-Koalition ist? Absolut. Nun, was kann ich für euch tun? Schön, das war jetzt eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, wir sind da fertig. Nichts. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das zu hören bekomme. Schauen wir mal, was wir mit der Hand, wo wir die jetzt nochmal begutachten können. Was machen wir da? Jesse James abgetrennte Hand und sie zuckt noch. Nicht mehr als vorher. Also müssen wir irgendwas finden, wo wir diese Hand brauchen könnten. Bevor sie verwest. Warum die noch nicht verwest ist, das ist die Frage. Und das Zweite ist, wir wollen da nach Pralinen schauen. Das war jetzt eigentlich der Grund, warum ich mit dem gesprochen habe, dass wir vielleicht Pralinen finden, aber vielleicht finden wir es so. Es ist ein Regal voller Snacky-Schnickschnack. Snacky-Schnickschnack, was für ein Wortspiel. Ja, was ist da das schon? Ich muss mal auf die Toilette. Pralinen-Schachtel. Eine Schachtel mit Pika-Nuss-Pralinen. Ja, Volltreffer, Bingo. Kann man das gleich mitnehmen? Ja. Da. Ja, gibt's sonst noch irgendwas Interessantes da?
Original amerikanische Eingeborenen Trommeln hergestellt von original koreanischen Eingeborenen. Ja, wie könnte es anders sein, ne? Oh, hallo Tag Arktiker. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wie geht's dir? Wir spielen heute Sam & Max, ein Retro-Spiel aus 1993. Ein Point-and-Click-Adventure wieder mal. Wir suchen nach Pralinen, die wir gerade gefunden haben, um Hinweise zu finden, wo Bruno der Yeti hingekommen ist. Das ist unser Auftrag, da müssen wir die Spur von Bruno der Yeti. Ich muss mal auf die Toilette. Ah, mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut, passt alles. Kein Virus oder sonst irgendwas. Keine Krankheiten. Alles in Ordnung. Ein Original Snacky Amboss. Snacky Amboss. Ich muss mal auf die Toilette. Der nervt jetzt ordentlich mit der Toilette, hä? Ich muss mal auf die Toilette. Das kommt jetzt immer in kürzeren. Ein Ständer voll illegaler Sam und Max Carbomb-Spiele. Oh. Ah, da kann ich mich erinnern, das ist so ein Minispiel gewesen, das ziemlich lange dauert, wenn man das anfängt. Deswegen lassen wir das mal. Wir haben jetzt aber die Pralinen. Ich nehme an, wir kommen da sowieso öfter her. Wir gehen jetzt mal raus. Und irgendwas war da schon mit der Toilette, ne? Stopp! Kommt sofort zurück! Wolltet ihr verschwinden ohne dafür? Nein, wir wollten nur ganz kurz auf die Toilette. Ach, bezahlen müssen aber wir aber ich habe kein Geld. Das ist nämlich das Dann Problem. Dann besorgt euch welches. In der Zwischenzeit legt es zurück. Mist. Was für ein Geizhals. Also braucht man wirklich Geld. Verdammt, habe ich das doch richtig in Erinnerung. Moment mal, was ist denn mit dem? Können wir mit dem auch reden? Hätte ich fast übersehen. Er liebt seinen Eisbecher. Ja, offensichtlich. Wird nicht der Erste gewesen sein. Können wir mit dem reden? Entschuldigen Sie mich. Ich glaube, wir können nicht so wirklich uns mit dem unterhalten. Entschuldigen Sie mich. What? Grimmschwatz. Wenn ich Sie so ansehe, dann erinnert mich das an... Ich will Waffeln! Mehr Waffeln! Okay. Wahrscheinlich ein Witz, der wieder sehr schlecht übersetzt worden ist. Ich muss mal auf die Toilette! Okay, jetzt können wir hoffentlich raus, ohne dass uns der aufhält. Wir brauchen Geld. Ja, dann glaube ich, müssen wir nochmal ins Büro zurück. Achso, warte mal. Jetzt muss er nicht mehr aufs Klo. Aber wir wollten uns eh noch draußen umschauen. Da ist nämlich dieser Becher gelegen. Das ist einer von Snackys übergroßen Trink-Bist-Du-Platz-Bechern. Er ist fast so groß wie mein Kopf. Ehrlich gesagt schaut er nicht so groß aus, aber gut. Kann man den mitnehmen? Der kostet hoffentlich nichts. Nein, nicht Max. Ach, Max, geht er weg. Ich möchte den Becher aufheben. Max. Ach, es geht nicht, wenn der da steht, ne? Und dann gehen wir weiter. Da kann man offenbar nicht weitergehen. Okay. Dann haben wir da noch ein Pferd, ein Schaukelpferd. Achso, jetzt ist da Max weg. Warte mal. Das machen Sie mit Karussellpferdchen, die immer aus der Reihe tanzen. Stellen Sie auf Autobahnraststätten ab. Nehmen wir den Becher schnell. Ein Becher. Das ist ein großer, stabiler Snacky-Becher. Toll. Wissen wir auch noch nicht, für was wir den gebrauchen könnten. Ich würde auf diesem teuflischen Groschengrab hier reiten, aber mein Hexenschuss bereitet mir Probleme. Max könnte drauf reiten. Auf keinen Fall. Max würde das Pferd zu Schande reiten. Na gut. Lassen wir das mal so. Gehen wir nochmal rein, der muss ja auf die Toilette. Da war irgendwas mit der Toilette, ne? Vielleicht können wir ihn auf die Toilette ansprechen. Ich muss mal auf die Toilette. Den Verkäufer. Ich muss mal auf die Toilette. Vielleicht versteckt sich da ja Geld. Ja, aber da gibt es keine Auswahlmöglichkeit mit Toilette. Oder muss man vorher irgendwas auswählen wahrscheinlich. Cooler Hut. Ja. Wir bekommen alle so einen, wenn wir unseren Abschluss bei Snacky U schaffen. Aber genug von mir. Ja. Was kann ich für euch tun? Du schwafelt immer. Ja, eigentlich muss mein Freund hier auf die Toilette. Mein kleiner Freund muss mal die Örtlichkeiten benutzen. Scheiß auf die Örtlichkeiten, ich brauche ein Klo. Genau, dringend. Sie sind auf der Rückseite. Hier ist der Schlüssel. Das ist ja eine schrecklich große Feile am Schlüsselbund.
Gibt es kein Toilettenpapier mehr? Nein, wir hatten Probleme mit Gaunern, die unsere Toilettenschlüssel geklaut haben. Es sind die saubersten in der ganzen Umgebung. Die Schlüssel? Die Toiletten. Ach so. Brauchst du Hilfe, kleiner Freund? Ich glaube, das schaffe ich auch alleine, Sam. Nun, was kann ich sonst noch für euch tun? Ja, im Moment nicht viel, nichts. Bernhard. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das zu hören bekomme. Da geht Max. Ich gehe jetzt nämlich auch raus. Offenbar haben die damals noch keine Probleme mit Toilettenpapier gehabt, aber mit Dieben. Der Schlüssel offenbar, warum auch immer. Aber eventuell können wir die Pfeile haben. Stopp! Max! Bist du genauso verwirrt wie ich? Sogar noch mehr. Ich wusste gar nicht, dass wir mit Max überhaupt sprechen können. Ah, wir können uns über die ganzen Sachen, was jetzt passiert sind, unterhalten noch. Vielleicht hat ja Max eine Idee, was ich bezweifle, aber wir können es ja mal probieren. Aber zuerst wollen wir die Pfeile haben. Ich glaube, wir sollten die Pfeile behalten. Wahrscheinlich hast du recht. Niemand verdient dermaßen saubere Klos. Wer weiß, für was wir die noch benötigen. Na gut, dann fragen wir mal über die anderen Sachen, die jetzt schon passiert sind. Hat er eine Idee, wo Bruno der Yeti sein könnte? Ich frage mich, wo Bruno ist. Ich frage mich noch immer, wo ich bin, Sam. Okay. Das war die Antwort, die ich erwartet habe. Was ist mit Trixie? Ich frage mich, wo Trixie ist. Es schaudert mich bei dem Gedanken an die Demütigungen, die sie von diesem Vieh erleiden muss, diesem Bruno. Wer weiß, vielleicht sind sie auch freiwillig miteinander abgehauen. Dieser Conroy Bumpus macht mich richtig betroffen. Keine Sorge, Sam. Wir werden den Boden mit seinem billigen Toupet wischen. Ja, dieser Conroy Bumpus, der hat ja nach denen gesucht, weil er sie kaufen wollte. Aber dann waren die schon weg. Vielleicht sind sie deswegen geflohen. Man weiß es nicht. Was können wir über Max selber mit ihm sprechen? Du siehst gesund und rüstig aus, Kleiner. Ja. Ich bin kaffeesüchtig, Sam. Sind wir das nicht alle? Na gut. Nun, das war's. Das Erste. Dann fahren wir wieder auf den Highway. Das Spiel heißt der Hit the Road. Ist ja quasi ein Road-Adventure, so wie Runaway ein Road-Adventure ist. Ob nicht fast jedes Adventure ein Road-Adventure ist? Wir fahren mal wieder zurück zum Büro. Ich weiß gar nicht, was das Road-Adventure, das kommt ja von Road-Movie. Ich glaube, wie heißt der? Easy Rider war, glaube ich, eines der ersten Road-Movies, weil er halt mehr auf der Straße spielt als sonst irgendwo. Das ist bei Runaway so ähnlich, aber irgendwie ist fast jedes Adventure ein Road-Adventure. Gut, gehen wir zurück ins Büro, vielleicht haben wir da Geld übersehen. Wenn wir Geld haben, das wir nicht stehlen müssen, dann können wir es nur in unserem Büro haben, wo wir das Licht ausgeschaltet haben beim letzten Mal, damit wir nicht so viel Strom verbrauchen, aber dafür läuft der Fernseher. Nein, ich will hier die Lichtschalter einschalten, denn da steht wieder Max im Weg. So. Aber wir haben einen Anruf auf dem Beantworter offenbar. Zum Abhören. Sieh nur, da ist eine Nachricht auf Band. Ich hoffe, es ist etwas furchtbar Provozierendes. Hey, ihr wart es, die mich vom Highway 364 gedrängelt habt. Ihr Spinner! Ah, das war's! Okay. Ja, dieselben Anrufe, die man heutzutage kriegt. Nur, dass man heute Handys hat. Damals gab es halt nur stationäre Telefone mit Anrufbeantworter. Gut. Ja, ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass wir... Da ist ja ein Mäuseloch, ne? Eventuell haben wir da was versteckt. Wir haben unser ganzes Geld in dieses Rattenloch investiert. Wahrscheinlich wortwörtlich. Kann man das rausholen? Wir haben unser ganzes Geld in dieses Rattenloch investiert. Genau. Bargeld. Gehe nie ohne aus dem Haus. Genau, ja, damit können wir vielleicht schleimige Beamte bestechen. Auch, aber erstmal Pikanuspralinen kaufen, damit wir weiterkommen mit Bruno dem Yeti. Oder wieder zurück zum Burgerladen, dann können wir jetzt offiziell die Pralinen kaufen. Nehme an, da wird sich jetzt nichts verändert haben beim Büro.
in der Straße von unserem tollen Büro. Nobelgegend hier. Really bad food. Elegant wie immer. Zurück zum Burgerladen. Zu Snackies. Zur Raststation. Ich hoffe, der vermisst seine Pfeile nicht. So, können wir jetzt die Pralinen kaufen? Ah nein, nehmen, nicht benutzen. So, gehen wir gleich zum Verkäufer. Ich glaube nicht, dass er das möchte. Signalisieren, dass wir das kaufen wollen. Anscheinend müssen wir doch damit rausgehen, damit er uns auffällt. Enter. Cooler Hut. Wir bekommen alle so einen, wenn wir unseren Abschluss bei Snacky U schaffen. Aber genug von mir. Was kann ich für euch tun? Ja, wir wollen das hier kaufen, bitte. Ich würde das hier gerne kaufen. Habt ihr Geld dabei? Ja. Natürlich, hier. Ist das alles oder kommt noch etwas dazu? Das war's. Das wäre alles. Sonst noch etwas? Nein, auf Wiedersehen. Nichts. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das zu hören bekomme. Toll. Ja, ich denke, damals wird es noch keine Bankomat- oder EC-Karten gegeben haben, aber Kreditkarten weiß ich gar nicht. Müsste es eigentlich 1993 schon gegeben haben. Aber in dem Spiel offenbar nicht. So, wir gehen zurück zur Kirmes. Zum Tunnel der Liebe, zum Maulwurfmann. Wir haben seine Pralinen. Dann sagt er uns, was mit Bruno passiert ist, was er gesehen hat. Bin mal gespannt. Das bevor wir überhaupt noch am Wollknäuel waren und bei diesem komischen Fisch-Dingsbums. Was auch immer das sein soll. So. Nochmal in den Tunnel. Ich hoffe, dass man das Willst jetzt du noch eine Runde im Tunnel der Liebe drehen? Ich hoffe, dass wir jetzt automatisch zum Maulwurfmann kommen. Nicht, dass wir das mit der Lampe nochmal machen müssen und das kurz schließen müssen. Ja, genau, okay. Gut, dann geben wir ihm die Pralinen, die er so gern haben möchte. Ist nicht so, als würde er gerade am Chips fressen sein. Oder was auch immer das für ein blaues Ding ist. Hier, ich dachte, du magst vielleicht ein paar Süßigkeiten. Danke, dies sind meine Lieblingspralinen. Hey, ihr seid in Ordnung. Nehmt diesen Schlüssel als Beweis meiner Wertschätzung. Der Schlüssel von Trixis Wohnwagen. Okay. Wow, das nenne ich mal einen Schlüssel. Das ist die Brechstange. Okay, Sam, raus hier, so schnell es geht. Wartet, ich kenne da noch eine großartige Geschichte, die ihr unbedingt hören müsst. Fass dich kurz, Junge. Mein Partner verträgt keine langen Geschichten. Also, alles fing damals an dem Tag vor dem heutigen an. Ich erinnere mich, als wäre es erst gestern gewesen. Es war schon lange kein Geheimnis mehr, dass Trixie sich in Bruno verliebt hatte. Aha. Ehe danach schließt sie das Kuriositätenzelt und las ihm eine Geschichte vor, von der sie glaubte, es könnte seine Lieblingsgeschichte sein. Sie schien so glücklich, wie eine mutierte Parodie der Natur nur sein kann. Aber sie würde nie richtig froh sein, bis ihr geliebter Bruno befreit wäre. Letztendlich beschloss sie, etwas gegen Brunos missliche Lage zu tun. Aha. Sie bat Flambé, den Feuerschlucker, Bruno aus seinem eisigen Käfig zu befreien. Der überhaupt nie mit ihr gesprochen hat, wie er sagt. Flambé tat die arme Trixie leid und so befreite er Bruno. Und seitdem wurde das glückliche Paar nicht mehr gesehen. Naja. Wer hat Teufel gute Geschichte, oder? Ja, interessant, weil der Flambiermeister, der hat gelogen. Und wahrscheinlich alle anderen auch. Weil das muss ja allgemein bekannt gewesen sein, das mit Trixie und Bruno. Aber niemand wollte was sagen. Naja,
Dann sind wir jetzt zumindest ein bisschen weitergekommen. Aber wir wissen jetzt trotzdem nicht, wo wir hin müssen. Wir werden mal nochmal mit dem flambierten Meister reden und mit den Cashmans, den Besitzern der Kirmes. Und ihnen das sagen. Aha, Bankchecks waren damals üblich, okay. Haben wir aber da leider auch nicht. Wir müssen Bargeld nehmen. Das ist mehr Geld, als wir je gebrauchen werden. Das ist zumindest mal eine gute Aussicht. So, wenn man sich wieder im Kegel der Tragödie verlieren. So, wie ging es da zu den Cashmans von da? Ah ja. Ja, wir könnten eigentlich auch gleich zu Trixis Wohnwagen rein. Wenn wir schon da sind, würde man das machen mit dem Schlüssel, den wir noch in der Hand halten. AKA Brechstange. Hey Max, rück an. Was? Schau gut hin. Wichtig ist, dass es den... Zum Glück verdeckt die Tür meine Schamesröte. Ja, dass es den Zweck erfüllt. Oh, Junge! Gut, wir sind in Trixis Wohnwagen. Ich dachte, sie wäre eine Giraffe, aber es ist nur eine Frau mit einem Giraffenhals. Okay. Wie wir gerade gesehen haben. Und das ist ihr Wohnwagen. Sie war Country-Sängerin, haben wir erfahren. Und müssen da noch Hinweisen finden. Jetzt wissen wir eigentlich eh schon die Geschichte. Was sollen wir da noch großartig noch Hinweise finden? Wir wissen, was sie gemacht hat. Aber nicht, wohin sie gegangen sind. Also es kann man nicht von Entführung sprechen, dass Bruno Trixie entführt hätte. Die sind, wie ich schon vermutet hatte, gemeinsam geflohen. Gut, was haben wir da? Reis. Oh, es sind originals kantonesische Tränke der Fruchtbarkeit. Lass sie uns mitnehmen. Ich glaube, wir sollten es nicht riskieren, noch fruchtbarer zu sein, als wir ohnehin schon sind. Ich frage mich die ganze Zeit, sie sagen immer, Trixie kommt aus Scranton, ob es das wirklich gibt. Alexa, wo liegt Scranton? Scranton ist eine Stadt im Nordosten der USA. Sie liegt 159 Kilometer nordwestlich von New York City. Aha, okay. Naja, gut. Gibt es das wirklich? Da kommt Trixie jedenfalls her. Gut, den Reis da oben, können wir den mitnehmen? Können wir da irgendwas mitnehmen? Nein. Ist das nur der Reis oder diese ganzen Utensilien da oben? Diese Tränke wecken traumatische Kindheitserinnerungen in mir. Wie auch immer. Ich dachte, das wäre Ketchup. Diese Tränke wecken traumatische Kindheitserinnerungen in mir. Gut, da haben wir den Schrank von ihr. Was ist das? Das ist eine Sitzgelegenheit. Und da springt Max immer ins Bild. Das ist Max. Naja, damit man ihn anschauen. Das heißt, die Sitzkandidatur kann man sich nicht anschauen. Das Fenster. Ich kann von hier aus feststellen, dass sich die Kirmes immer noch da draußen befindet. Ja, das wird auch noch eine ganze Weile so sein, schätze ich mal. Kann man das zumachen? Nein. Gut, wir untersuchen mal den Schrank. Es ist ein großer Schrank. Ja. Trixie ist ein großes Mädchen. Genau. Gut kombiniert, Max. Mach mal auf da. Auffällig leer, außer diesem Ding da. Ist da irgendwas drinnen? Es ist ein großer Schrank. Okay. Trixie ist ein großes Mädchen. Dann beschränken wir uns da auf dieses weiße Ding. Es ist eine Punktekarte vom Alligator Golf Emporium in Rumi Eyes, Florida. Aha. Rumi Eyes. Golf, oder was? Nochmal. Es ist eine Punktekarte vom Alligator Golf Emporium in Rumi Eyes, Florida. Aha. Ein Golfplatz quasi. Ja, das ist das Einzige, was wir da finden. Gefunden haben, offenbar. Aber wir haben noch die Kiste. Es ist eine Aussteuerkiste. Ich hoffe, Trixie hat dort mehr Gold versteckt, als meine armen Augen aushalten können. Jetzt haben wir eh schon Geld. Machen wir mal auf. Hey, da ist ein nettes Kostüm drin. Ach. Achso, das haben wir schon in der Hand. Interessantes Kostüm. Schaut eher aus wie so ein Arbeitskittel. Es ist ein Bachstelzenkostüm. Bachstelzenkostüm. Was zur Hölle ist eine Bachstelze? Ist das nicht ein Vogel? Alexa, was ist eine Bachstelze? Die Bachstelze,
westfälisch auch Wibstiertkln, nordniedersächsisch Wibstiert, im Kölner Raum Wibbelstätzier, ostfriesisch Ackermanntier oder Baumantier ist eine Singvogelart aus der Familie der Stelzen und Pieper. Ist deine Frage damit beantwortet? Ja. Vielen Dank für dein Feedback. Also bei uns in Österreich, in Wien, ist Stelze was zum Essen und überall anders ist das ein Vogel offenbar. Und das ist ein Kostüm von einem Vogel. Vielleicht ein Übersetzungsfehler, ich weiß es nicht, aber... Ah, ich schaue gerade, ob die Katze raus will. Ich glaube, die will gleich raus. Aber noch nicht ganz sicher, warten noch. Da ist auf jeden Fall nicht mehr drinnen, ne? Da ist nichts mehr. Okay, wollte nur sicher gehen. Und das ist das Bett, wo Max die ganze Zeit rumhüpft. Irgendwas... Das ist ein besorgniserregend großes Bett. Wie kannst du bei dem Wort besorgniserregend so ernst bleiben, Sam? Ja, aber Trixie war eben auch eine große Frau. Wie wir schon in der Geschichte gesehen haben, da kann man wahrscheinlich nichts machen. Ne? Max benutzt das Bett nicht. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Wenn man Max irgendwo anders mit irgendwas anderes benutzen lassen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Offenbar nicht. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ich glaube, jetzt haben wir schon oft genug Sam versucht zu missbrauchen. Es funktioniert nicht. Also Max verwechselt zwar immer noch. Na gut, wir haben den Hinweis auf diese Alligator-Geschichte gefunden. Da können wir dort fragen, ob Trixie irgendjemand dort gesehen hat. Da vielleicht regelmäßig war und ob die zufällig mit einem Yeti vorbeigekommen ist, der nicht gerade unauffällig ist. So. Achso, da kommen wir zum Ausgang. Das heißt, unser nächstes Ziel ist eigentlich der Alligator. Platz. Also um die langen Beine, ja. Ja, aber der Hals ist ja auch sehr groß von ihr. Also braucht sie auch ein großes Bett. Ein langes. So, wir werden jetzt erst, bevor wir den Flammenmeister da ansprechen, werden wir die Cashmans mal ansprechen drauf. Ob die Katze irgendwann raus will. Ja, was ist, ob die das gewusst haben, ne? Diese Liebesbeziehung. Mit welchem von euch spreche ich denn? Mit mir. Mit ihm. Seid ihr sicher, dass es nichts mehr gibt, was ihr uns über Bruno erzählen könntet? Mir fällt nichts ein. Mir auch nicht. Wir hatten eigentlich was man ihm... Ich habe echt alles vergessen, was ihr uns über Trixie gesagt habt. Nein, bloß nicht. Sie ist ein nettes Mädchen mit Vorliebe für lange Jungs. Ich kann das leider nicht überspringen. Okay, mehr gibt's nichts zum Sagen. Also kann man... Zurück zur Yeti-Jagd. Die Cashmans nicht darauf ansprechen, dass die sich... gekannt haben, was halt wirklich passiert ist. Achso, die Beine meinst du von der Stelze, okay. Ah, okay, verstehe. Aber Bachstelze ist trotzdem ein Vogel. Hat die Bachstelze so große Beine? So lange Beine? Alexa sagt mir leider nicht. Stopp. Aus, Alexa, aus. Ja. Wie der Vogel ausschaut. Aber kann sein, dass der lange Beine hat. Und deswegen das Kleid so ausschaut. Ja, werden wir noch erfahren wahrscheinlich. So, dann sprechen wir mal den flambierten Meister auf das darauf an, dass er die befreit hat. Das ist die Ursache dafür, dass Bruno jetzt verschwunden ist. Könnten Sie bitte ein Hemd anziehen? Nein. Sonst noch was? Ja. Sie können die Maske fallen lassen. Wir wissen, dass es Ihr kerosinhaltiger Atem war, der Bruno befreite. Und wir wissen, dass sie manchmal zwei Tage hintereinander dasselbe Paar Socken tragen. Mhm. Okay, ihr habt mich ertappt. Erzählt das bitte nicht meinem Boss. Vielleicht sollten wir ihn doch verraten, Sam. Der Gedanke, ihn auf der Straße billiges Feuerzeugbenzin trinken zu sehen, ist irgendwie amüsant. Max, eine gute Idee. Es ist beängstigend, dich mit solch absurden Gedanken beschäftigt zu sehen, Max. Machst du dich gar nicht. Ne, Max macht das sehr gut. Wie hat Trixie sie dazu überredet, Bruno zu befreien? Sie hat mich mit ihren weiblichen Reizen umgarnt. Außerdem hat sie mir $20 versprochen. Ach so. Naja, $20. Na gut, vielleicht weiß er jetzt mehr über diesen Country-Star. Sind Sie sicher, dass Sie nichts über Conroy Bumpus wissen? Er ist ein Country-Sänger, nicht wahr?
Tut mir leid, ich weiß nicht viel über ihn. Ich bin eher ein Mambo-Fan. Mambo. Sonst noch was? Mambo Number 5. Mehr kann ich über Mambo auch nicht. Gut. Na gut, dann gehen wir wieder zum Auto. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als dass wir zum nächsten Hinweis fahren. Das wäre hier das Alligator, die Alligator-Geschichte. Aber wir haben vorher, wie gesagt, noch diese zwei Sachen, die wir halt noch nicht erkundet haben. Also sollte man vielleicht eher zum Wollknäuel gehen. Da soll ja der Hinweis sein auf den Onkel des Maulwurfmannes. Warum auch immer wir den brauchen, das habe ich nicht verstanden. Fahren wir mal dorthin. Das ist am nähersten noch.